geschrieben. Kleinkariert hinter dem Wald. Das Erzgebirge. Ich muss immer dort sein, wo es richtig wehtut. Immer am Puls der Zeit. Stopp. Bayern, Brandenburg, Schwaben. Da will doch gar nicht mehr hin. Da will niemand mehr hin, das will niemand mehr sehen. Erzgebirge. Drei Buchstaben reichen. W, W, W. Wende, Weihnachten und weit, weit weg. Eigentlich gibt's ja gar nicht mehr zu sagen. Cut. Nein. Die richtigen Schlagzeilen, die findest du eben nur in der richtigen Provinz. Und ich als Außenreporter muss doch eben auch nach außen gehen dürfen. An den Rand. Ich meine, hier, guck mal. Das kennst du wirklich nur vom Wetterbericht. Völlig am Rand. Da schaut niemand hin. Und ich war wirklich überall. Ich war in München, ich war in Berlin, ich war in Hamburg, ich war in Köln. Aber das Erzgebirge, das ist am Arsch der Welt. Da stehst du einfach dort, mitten in der Prärie wie in Kanada. Und es ist wunderschön, zum Kotzen schön. Hier liegen die schlechten Nachrichten quasi vor der Haustür. Da muss man gar nicht lange suchen. Der ländliche Minderwertigkeitskomplex ist einfach zeitlos. Die Erzgebirger, das ist ein zänkisches Bergvolk. Die knackst du nicht einfach mal so. Servus. Ja klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Zum Wohl. Zum Wohl. Willkommen im Erzgebirge. Dankeschön. Die Erzgebirgler sind ein ziemlich schwerer Schlagmensch. Einfach von Natur aus komplizierte Seelen. Die Menschen sind ja gewohnt, alles selber zu machen. Und die können auch alles selber machen. Die basteln, die werken, die schrauben, alles alleine. Glück auf. Glück auf. Die Kinder sind wirklich nur draußen anzutreffen. Klettern auf Bäume, basteln, buddeln im Sand. Das war wirklich weit weg von allem. Weit weg. Gibt's kein Handyempfang. Kein Verkehr. Wunderschön. Erzgebirge. Erz. Hört man schon, ne? Die haben doch schon ihr Leben lang immer in der Erde gebuddelt. Bergbau, seitdem die denken können. Seit 800 Jahren kennen die das. 800 Jahre Bergbau und dann zack, haben die Untertage gegen die Weltspitze ausgetauscht. Und oben raucht's raus. Frustration jahrzehntelang, eine sichere Bank für die hinteren Plätze. Und jetzt? Du hast erst mal angeschaut. Schau mal da richtig hin. Geh mal da drauf. Geh mir sämtliche Öko- und Innovationspreise aus dem ganzen Freistaat abgeräumt. Das war's. Hammergeil. Ausmachen das Ding. Schluss. Scheiße! Du kommst mit großen Hoffnungen dorthin und was findest du? Nichts. Kein Drama, keine Komplexe, kein Stress, kein einziges Klischee. Das Erzgebirge. Hammer. 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 Hammer.